Einen wunderschönen 11. Dezember euch. Heute geht es ums Entfesselt Blitzen. Was brauche ich dafür, damit ich entfesselt blitzen kann? Entfesselt Blitzen bedeutet ganz einfach, dass ihr diesen Blitz nicht auf eure Kamera draufschieben müsst, sondern mit Empfänger und Sender diesen Blitz irgendwo hinstellen könnt, wo ihr wollt, nicht zu weit weg von der Kamera, und dann halt, wenn ihr auslöst, blitzt dieser Blitz mit. Ja, was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen natürlich einen Blitz. Das ist ein Canon Speedlight 430EX2. Gehört meinem Bruder. Paul, danke, dass du mir ihn jedes Mal wieder ausleihst. Wenn ich mir einen neuen Blitz holen würde, dann auf jeden Fall von Yongnuo. Schaut da mal rein. Die sind super, die Blitze. Ich selber habe keinen, aber weil ich mir damals einen doofen Blitz gekauft habe. Und wenn mein Bruder mir die Möglichkeit gibt, benutze ich den hier. Ja, und wir brauchen natürlich Sender und Empfänger. Und Den Link, wo ich den gekauft habe, poste ich euch da unten in die Videobeschreibung rein. Ich kriege auch kein Geld dafür oder so. Kann ich aber jedem nur empfehlen. Ihr müsst aufpassen, für welche Kamera. Das ist natürlich auch jetzt hier für die ganzen Canon-Kameras und so. Da steht hier einfach ein bisschen Google, ne? Welche ihr braucht für eure Kamera, damit das funktioniert. So, dann schauen wir mal hier rein. Batterien sind natürlich alle schon drin. Dann haben wir hier einmal, ich hoffe, ich komme jetzt nicht durcheinander. Das ist der Sender. Der kommt auf die Kamera drauf. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich mit der Kamera aufnehme. Der kommt auf die Kamera drauf und hier drauf kommt der Blitz. Das kann ich euch aber zeigen. Ich mache den einmal an. Hier habt ihr verschiedene A, B, C. Ihr könnt halt mehrere Blitze, ne? Wenn ihr diese Blitze auf A habt, diese auf B, dann könnt ihr immer hin und her schalten. Vielleicht wollt ihr gerade, dass der Blitz da aus ist, aber der an. Dann macht ihr alles auf A und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Den habe ich jetzt auf A gestellt. Tu den Blitz hier drauf. Den Blitz mache ich an. So. Und der kommt halt, wie gesagt, auf den Blitzschuh von eurer Kamera drauf. Und den mache ich jetzt auch an. Dann geht er an und der ist auch auf A. Und wenn ich jetzt einfach, ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier eine Kamera in der Hand, so. Und dann kann ich testen. Vorsicht, ich will euch nicht totblitzen. So, habt ihr gesehen? Also das heißt, diesen Blitz könnt ihr irgendwo hinstellen, wo ihr wollt. Und dann einfach so blitzen. Ne? Und eine ziemlich coole Sache, weil man mit entfesselt Blitzen ganz coole neue Bilder gestalten kann, was völlig anderes, als den Blitz einfach stumpf auf die Kamera drauf zu tun. Und ihr habt ja keine andere Wahl, als die Leute frontal anzublitzen. Natürlich könnt ihr den Blitz, wenn ihr ihn auf der Kamera habt, am besten immer nach oben richten, ne? Damit dann das Licht reflektiert wird von der Decke auf das Model und nicht so direkt voll auf das Model. Was aber auch cool aussehen kann. Also wenn ihr das... Es ist ja nichts irgendwie so voll in Beton gemeißelt, so dürft ihr das nicht machen. Probiert euch aus, ich drehe den meistens dann irgendwie so zu den Wänden, dann wird das Licht von da nach da reflektiert oder nach oben, ne, wie beim Billard so ein bisschen. Probiert euch einfach aus, also wie gesagt, diese Sachen braucht ihr, um entfesselt blitzen zu können. Ja, natürlich macht es bei so einem Blitz dann auch Sinn, sich eine Softbox zu kaufen mit einem Stativ, aber das seht ihr in einem anderen Türchen. Seid gespannt. Das war's auch leider schon. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.